Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs der Prima Gitarrenschule. Das war das Lied Ringel, Ringel, Reihe. Und wie ihr das spielen könnt, das zeige ich euch heute. Ihr braucht dafür einen neuen Ton. Und das ist das E. Und das E, das findet ihr auf Seite 26. Da ist oben eine Abbildung und da ist der Punkt eingezeichnet, wo ihr drücken müsst. Nämlich auf der D-Seite. Am zweiten Bund mit dem zweiten Finger. Also, da. Also auf der D-Seite, die D-Seite ist die. Und der zweite Bund, den drücke ich jetzt mit dem Mittelfinger hinunter. Ja, und jetzt probiere ich mal, wie das klingt. Das ist also das E. Ja. Und wie die Note aufgeschrieben ist, das seht ihr unter diesem Foto. Der Notenkopf befindet sich auf der ersten Notenlinie. Also das kann man sich ganz gut merken. Also da auf der ersten Notenlinie von den fünf Linien liegt das E. Und das müsst ihr eben am zweiten Bund auf der D-Seite drücken. Ja. Und dazu haben wir auch drei Übungen auf Seite 27. Nummer 45, da haben wir jetzt erstmal alles, die erste Zeile, nur die E-Note in einem bestimmten Rhythmus und das ist ein Viervierteltakt. Deswegen zähle ich mal vier Viertel vor, bevor es losgeht. Könnt ihr bestimmt gleich mitspielen. Okay, los geht's. Eins, zwei, drei, vier. So, die zweite Zeile, die steht im Zweivierteltakt. Auch wenn wir schauen, alles E, aber ein bestimmter Rhythmus. Wir haben viele Achtelnoten und auch unsere Viertelnote mit Punkt. Ihr wisst, da passen drei Achtelnoten rein. Also müssen wir zählen 1 und 2. Ich zähle vier Achtel vor. Eins und zwei und 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 eins, zwei, eins. Jetzt schauen wir uns mal die dritte Übung an. Da haben wir E und dann noch den Notenkopf unter den Linien. Und das ist die D-Note, wie ihr schon wisst. Und die D-Note ist ja die vierte Saite. Emi huscht gern durch, D. Und dann müssen wir also drücken. Das ist das E am zweiten Bund. Und loslassen und anschlagen ist dann das D. Also ich mache es mal vor. Auch das steht wieder im Viervierteltakt. Ich zähle vier Viertel vor. Mit E geht's los. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das waren die drei Übungen, dass man sich an diesen neuen Ton gewöhnt. Jetzt geht es weiter mit dem Hüpfefinger. Und da, wenn wir mal schauen, haben wir drei verschiedene Noten. Die erste Note ist das E,
das Neue. Die zweite Note kennt ihr auch schon, das ist auch ein gedrückter Ton, nämlich das A. Und das befindet sich auf der dritten Saite am zweiten Bund. Das heißt, ihr müsst also mit diesem Mittelfinger hin und her hüpfen, deswegen auch Hüpfefinger. Also E, das könnt ihr mal probieren, E, A, E, A, dass ihr trefft. Ne? Ja, wenn ihr das könnt, dann sollte das Stück auch nicht so schwierig sein. Und im zweiten Takt haben wir dann noch wieder die D-Saite. Also die drei Töne haben wir, das E, die D-Saite und das A. Ich zähle vier vor und spiele ganz langsam. Vielleicht könnt ihr schon mitspielen. Und sage die Notennamen dazu. 1, 2, 3, 4. E, A, E, A, D, A, D. E, D, E, E, D, D. Also das müsst ihr ein bisschen üben, dieses Hin und Her. Und dass ihr auch trefft mit dem Daumen, welche Seite gerade dran ist. Ja, ganz langsam und dann schafft ihr das. Ja, jetzt kommen wir zu dem Lied, was ich am Anfang gespielt habe. Ringe, Ringe, Reihe. Und das ist eigentlich immer die gleiche Abfolge der Töne. Wir haben als erste Note diesmal das G. Ihr wisst, das G ist die dritte Saite, Emi huscht gern. Ihr findet sie auf der zweiten Notenlinie, G. Der nächste Ton ist das A. Dann kommt wieder das G und das E. Und diese Reihenfolge der Töne, die kommt immer dran. Und manche Töne werden natürlich mehrmals gespielt. Aber die Reihenfolge müsst ihr lernen. Also G, A, G, E. Ja, und dann könnt ihr eigentlich das Lied spielen. Auch hier spiele ich mal ganz langsam. Ich zähle vier vor und sage die Notennamen dazu. 1, 2, 3, 4. G, G, A, A, G. E. G, G, A, A, G, E. G, G, A, A, G, G, E. G, G, A, A, G, G, E. Ja, also trainiert das fleißig. Es ist wirklich immer nur diese eine Reihenfolge der Töne und dann sollte das klappen. Also der zweite Finger hat zu tun auf dem Griffbrett, das müsst ihr ein bisschen trainieren. So, jetzt kommen die Zappelmänner, da kommen alle Töne vor, die wir bisher gelernt haben. Nummer 48. Das ist zwar notiert mit vielen Achtelnoten, aber dennoch spielen wir das ganz langsam. Die Note, die jetzt noch dazu kommt, ist das tiefe A, das große A, also Emi huscht gern durch alle, also die fünfte Saite im zweiten Takt kommt die vor und ansonsten die anderen Töne sind bekannt, ja, D, E, dann die G-Saite, das kleine A und das große A. Also die Töne kommen drin vor, die habt ihr schon gelernt und übt es Takt für Takt ganz langsam. Ich spiele es ganz langsam mal vor und sage die Notennamen dazu und beim zweiten Mal sage ich nichts dazu, dann könnt ihr vielleicht mitspielen. Also ich zähle
4 Achtelnoten vor, bevor es losgeht. 1 und 2 und D, E, E, D, D, A, A, D, D, E, E, D, A, D, E, E, D, D, A, 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 G, E, E, D, D. Ja, wer jetzt noch nicht mitgekommen ist, der muss das noch ein bisschen trainieren. In der zweiten Zeile, also im vorletzten Takt, da haben wir das kleine A und davor in dem Takt der letzte Ton ist das große A. Also ihr habt einen großen Sprung mit dem Daumen, also ihr spielt erst das große A und dann das kleine A. Aber das haben wir auch schon geübt. In einem anderen Video habe ich das erklärt bei dem Daumenhüpfer. Ja, erinnert euch. Also auch mal das üben, dass man eben Saiten überspringt. Also das große A und dann das kleine immer im Wechsel üben, dass man das trifft vom Anschlag her. Und dann übt ihr einfach den zweiten Takt der zweiten Zeile. Und dann den ersten Ton von dem dritten Takt. Also ich mache es mal vor. 1 und 2 und D, D, A, A, A. Und das macht ihr so lange, bis das gut gelingt und ihr das schafft, ohne dass ihr die Saite verfehlt. Also immer wieder. Nochmal D, D, A, A, A und so weiter. Ja, und wenn ihr das könnt, dann wieder im Zusammenhang üben und am besten das Metronom einstellen, dass ihr da auch im Takt bleibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Note und den neuen Liedern. Und das nächste Mal lernen wir dann noch einen Ton und dann können wir schon einige bekannte Lieder spielen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.